Willkommen zu diesem zweiten Teil. Mit dem Video möchte ich dir zeigen, wie ich die Ferse meiner Socken kurz oder lang stricke. Ja, der Schaft ist gestrickt, hier in meiner kurzen Variante. Ich bin wieder am runden Ende bzw. am runden Anfang angekommen und nun also wie gesagt die Ferse. Zunächst die Fersenwand über die Maschen der ersten und vierten Nadel in Hin- und Rückreihen stricken. Die Maschen der zweiten und dritten bleiben erstmal unbestrickt einfach da so liegen. Und die erste Hinreihe ist jetzt nur eine halbe Reihe, insofern, dass ich nur die erste Nadel stricke. Und dann die zweite Reihe, die Rückreihe, über zwei Nadeln. Immer über diese beiden Nadeln, über die erste und vierte. Und zwar stricke ich fortlaufend das Muster, so wie ich hier auch schon den Schaft gestrickt habe. Und nun müssen wir dann noch beachten, dass wir für die Fersenwand, weil wir nachher hier aus der Wand mal Maschen zunehmen müssen, aufnehmen müssen, nicht zunehmen, sondern aufnehmen müssen, stricken wir hier die letzte, die erste und letzte als Randmaschen. Das sage ich gleich auch noch mal. Die erste wird wie zum Rechtsstricken abgehoben und die letzte rechts verschränkt gestrickt. Nun habe ich es einmal im Groben erzählt und jetzt stricken wir ein klein wenig. Wie gesagt, nur die erste Reihe hat jetzt eine Nadel und danach über zwei Nadeln stricken. Also Muster fortführen, das kleine Perlmuster, wie wir es jetzt im Schaft schon gestrickt haben. Hier meine zwei Maschen als Rippe. Drei Maschen als Perlmuster, dann habe ich nochmal Rippe und nochmal Perlmuster und die letzte Masche als Randmasche rechts verschränkt. Die Arbeit wenden. Wir stricken die zweite Reihe als Rückreihe. Die erste Masche wie zum Rechtsstricken nur abheben. Und jetzt das Muster fortführen. Das heißt, hier war eine linke Masche, da stricke ich also rechts, dann stricke ich links. Und jetzt Achtung, dass wir eben darauf achten, wo war unsere Rippe. Und da die vorne ja immer rechts war, die bleibt also dann hier auf der Rückseite als linke Masche, so dass sie vorne natürlich auch rechts erscheint. Und das Perlmuster muss ich halt wieder versetzen. Das war eine rechte Masche, dann stricke ich eine linke. Hier schaut eine linke, stricke ich eine rechte. Hier schaut mich eine rechte an, stricke ich eine linke. Jetzt kommt wieder meine Rippe. Die Rippenmaschen werden immer links auf der Rückseite gestrickt. Und das Perlmuster immer versetzt. Das war eine Rippe bei mir. Da darf halt jeder bei seiner Größe und Maschenanzahl schauen. Da wir jetzt kommt noch eine Besonderheit. Dieses Muster führt sich jetzt auf der zweiten, auf der vierten Nadel so nicht fort, weil wir ja hier vorne schon eine zusätzliche halbe Reihe gestrickt hatten. Deshalb dürfen wir hier halt noch mal besonders schauen. Ich finde, man kann die Maschen sehr gut erkennen. Hier ist die linke Masche, die hat so ein Knötchen hier oben. Und dies hat ein V hier unten drin. Das ist die rechte Masche. Und die müssen wir halt dann irgendwie auch mal versetzen, damit es das Perlmuster gibt. Also stricke ich die jetzt rechts und die links. Und die rechts. Und jetzt nach drei Maschen Perlmuster kommt meine Rippe.
und Rippe stricke ich auf der Rückseite links. Dann wieder 3 Maschen Perlmuster. Dann kommt bei mir wieder Rippe. Links bei mir. Dann kommt wieder Perlmuster. Und meine letzte Masche. Rechts verschränkt stricken. Wenden. Und dritte Hinreihe. Erste ab, wie zum Rechtsstricken abheben. Und wieder im Muster. Perlmuster, Rippe. So führt sich das fort über. Insgesamt in der Kleingröße, die ich stricke, 24 Reihen und ansonsten je nach Maschenanzahl bei 60 Maschen stricken wir 28 Reihen und bei 64 Maschen 32 Reihen. Und dann sehen wir uns wieder. Die Fersenwand ist gestrickt. Meiner entsprechenden Reihenanzahl. Und nun geht es an das Käppchen. Das sind diese Maschen, die hier, wie man ja sieht, quasi eine runde Erde geben dann, dem Fuß. Dafür stricken wir weiter in Hin- und Rückreihen, und zwar wie folgt. In der ersten Reihe stricken wir jetzt je nach Maschenanzahl. Also ich stricke kleinste Größe 15 Maschen. Die 60 Maschen insgesamt auf den Nadeln haben, stricken 16 Maschen. Und die insgesamt 64 drauf haben, 17 Maschen. Wir stricken alle Maschen jetzt rechts. Und das wird bei jedem so sein, 15 oder 16 und dann eben noch die nächste. Dann habe ich jetzt meine Maschenanzahl gestrickt und stricke 2 Maschen rechts verschränkt zusammen. Eine weitere Masche rechts und dann wende ich meine Arbeit. Ihr werdet schon sehen, die Nadel habe ich an die Seite gelegt. Jetzt stricke ich in den Rückreihen linke Maschen natürlich, damit vorne glatt rechts erscheint. Dafür stricke ich eine Masche wie zum Linksstricken abheben, stricke 3 Maschen links, 1, 2, 3, 2 Maschen links zusammen, eine weitere Masche links und wende meine Arbeit. Die Masche nehme ich wie zum Rechtsstricken ab, stricke rechte Maschen und zwar so lange, bis ich hier, da zeigt sich ein großer Abstand zwischen den Maschen, bis ich da noch die eine Masche habe vor diesem großen Abstand. Und die Masche stricke ich mit der folgenden rechts verschränkt zusammen. Dann bildet sich da auch kein Loch, die nächste noch rechts und wieder wenden. Die erste war auf der Rückreihe wie zum Linksstricken abheben, linke Maschen stricken und zwar wieder bis eine Masche vor dem großen Abstand.
Das sieht man. Und die Masche mit der folgenden nach dem großen Abstand links zusammenstricken und noch eine Masche links stricken, dann wieder wenden. Und so wird jetzt also diese Maschenanzahl verkürzt. Das Prinzip wiederholen wir so lange, bis wir auf der Nadel nur noch 16 Maschen haben. Wir nehmen ja in jeder Reihe Masche ab und dadurch haben wir dann irgendwann unser Ziel erreicht, nur noch 16 Maschen auf der Nadel zu haben. Und dann geht's weiter. Das Käppchen ist gestrickt. Auf der Nadel befinden sich noch die 16 Maschen, die ich erwähnt habe. Und jetzt wird der Spickel in einer Runde gestrickt. Das heißt, wir stricken wieder über alle Maschen und Nadeln. Dafür stricke ich zunächst einmal die Hälfte dieser Maschen ab, also 16 durch 2 ist 8. Ich stricke 8 Maschen rechts. Und stricke hier noch einmal 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt komme ich an meine Fersenwand und aus der wird aus jeder Randmasche. Und die können wir sehr schön sehen, weil die durch unsere Strickart so ein kleines Knüppelchen ergibt. Und da kann ich sehr gut mit meiner rechten Nadel einstechen, unter dem Knüppelchen, wie ich sag, und hole mir einmal den Faden durch. Ich brauche jetzt bei meiner Maschenanzahl und meiner Reihenzahl der Fersenwand hier 12 Maschen. Wer mehr Maschen auf der Nadel hatte, mehr Reihen gestrickt hat, braucht hier dann 14 Maschen bzw. 16 Maschen. Ich habe schon eine, nun stricke ich über meine nächste Nadel und zwar über die Nadel, der zweite Nadel und dritte Nadel stricke ich in meinem Muster weiter. Hier ziehe ich die Masche ein wenig fest, damit hier kein Loch entsteht und stricke also mein Muster. Hier das Perlmuster versetzt, die Rippe, ein versetztes Perlmuster, die Rippe. Und auch diese Nadel. Nun komme ich auf meiner anderen Seite wieder an meine Fersenwand und nehme genau wie auf der anderen Seite hier meine Maschen wieder zu. Die
entsprechende Maschenanzahl. Ich 12 oder eben 14 oder 16. Doch, ist richtig. 12. Und nun noch meine Maschen, die 8 hier von der Nadel, damit ich wieder in meinen runden Anfang komme. So, hier war mein runden Anfang. Wenn ich mir meine Arbeit also so, hier war mein runden Anfang. Und wenn ich mir meine Arbeit so zusammenlege, dann sehe ich genau, dass ich jetzt hier wieder am runden Anfang bin. Nun habe ich im Moment hier auf der Nadel und auch auf der Nadel, was die erste und vierte ist, natürlich noch mehr Maschen wie auf der zweiten und dritten. Und dafür muss ich nun hier wieder noch auf den beiden Nadeln abnehmen. Und das nennt sich Spitze. Spickelabnahme. Hier sieht man aus der Fersenwand die Maschen aufgenommen, die hier abgenommen werden. So läuft so schräg, damit dann die Maschenanzahl sich hier verringert und wir nachher wieder für den Fuß rundherum in unserer aufgenommenen, gearbeiteten Schaftmaschenzahl weiter stricken können. Ja, dafür werde ich jetzt zwei Runden erzählen und die beiden Runden wiederholen wir so lange, bis wir auf der ersten und vierten Nadel wieder die Maschenanzahl vom Schaftstricken haben, die wir auch hier auf der zweiten und dritten Nadel haben. Wir stricken hier über die beiden Nadeln immer rechte Maschen und über die zweite und dritte Nadel immer unser Muster. Also in der ersten Runde, wie eben gesagt, noch ohne Abnahme, alle Maschen der ersten Nadel rechts. Die Maschen der zweiten Nadel im Muster. Die Maschen der dritten Nadel im Muster. Die Maschen der vierten Nadel für den Fuß rechts. Wir sind wieder am runden Beginn, also die erste Runde gestrickt.
Die zweite Runde stricken wir über die erste Nadel auch rechte Maschen, bis drei Maschen nur noch auf der Nadel sind. Drei Maschen noch auf der Nadel. Dann stricken wir zwei Maschen rechts zusammen und die letzte Masche noch mal rechts. Es war also eine Abnahme. Die Maschen der zweiten Nadel wieder wie im Muster. Fortlaufend führen das Muster. Die Maschen der dritten Nadel fortlaufend im Muster stricken. Die Maschen der vierten Nadel rechts mit einer Abnahme. Dafür wird die erste Masche rechts gestrickt. Die zweite Masche wird wie zum Rechtsstricken abgehoben. Die folgende Masche rechts stricken und die abgehobene Masche drüber ziehen oder heben, egal wie wir das sagen. Die restlichen Maschen rechts stricken. So, dass wir wieder an unserem runden Beginn ankommen. Und so, wie ich eben schon erzählte, wird dann diese erste und diese zweite Reihe gestrickt. Genauso. Die erste Reihe ohne Abnahmen rechts und im Muster, die zweite mit den Abnahmen bei den rechten Maschen und die anderen Maschen hier im Muster. Dann haben wir nachher auf unseren Nadeln so viele Maschen, wie wir zu Anfang hatten auf der Nadel, wie wir sie auch auf der zweiten und dritten haben. Also ich habe dann 14. Und wer mehr hatte, 15 bzw. 16. Dann sind die Spickelabnahmen beendet und wir können den Fuß stricken. Dafür sehen wir uns dann gleich wieder. Die Spickelabnahmen sind gestrickt. Ich habe wieder gleichmäßig auf meinen Nadeln die Maschenanzahl, die ich auch im Schaft hatte. Und nun wird der Fuß gestrickt. Dazu möchte ich gerne jetzt noch ein wenig erzählen. Alle Angaben findet ihr auch in meiner schriftlichen Anleitung, kurz oder lang, die ist in meinem Etsy-Shop erhältlich ist. Wenn ihr bis hierher gefolgt seid, möchte ich euch halt auch noch einige Daten an die Hand geben, wie ihr jetzt die Länge des Fußes berechnen könnt. Wir stricken ihn über die Sohlenmaschen, das sind die Maschen der ersten und vierten Nadel, in mit rechten Maschen. Und über die Maschen der zweiten und dritten Nadel führen wir das Muster fort. Und wie lange arbeiten wir das nun in Runden? In der Anleitung, wie gesagt, habe ich einige Eckdaten festgehalten, zum Beispiel bis so und so viel Zentimeter vor die Spitze.
Da aber jeder ein wenig anders strickt und wir ja nun auch alle unterschiedliche Größen stricken, könnt ihr einmal natürlich von eurer Fußlänge ausgehen, von hier bis hier die Gesamtfußlänge messen. In der Anleitung steht auch die Fußlänge für jede einzelne Größe ab Größe 34 bis 45. Ihr findet darüber im Internet aber auch, wenn noch nicht bei dir vorhanden, eben die Tabellen. Einfach Sockengröße Tabelle vierfädig eingeben, dann findet ihr das. Und da ich es nun nicht ganz so kompliziert machen möchte, ist es am einfachsten, wir rechnen es uns quasi nachher von der Spitze aus an, wie viele Runden wir jetzt noch stricken wollen, von hier bis hier zum Beispiel. Für die Spitze brauche ich, wenn ich habe 54 Maschen auf der Nadel, für die Spitze stricke ich insgesamt noch 13 Runden. Hast du 60 Maschen auf der Nadel, strickst du für die Spitze nachher noch 15 Runden. Und hast du 64 Maschen auf der Nadel, strickst du für diese Spitze nachher noch 21 Runden. Und nun hast du ja schon eine ganze Menge Reihen gestrickt, so dass du dir anhand eines Gestrickes abzählen kannst, wie viele Reihen, Runden ergeben bei dir dann wie viel Zentimeter. Also ich würde jetzt 13 Runden hier mir hochzählen, würde das mit einem Zentimetermaß messen und weiß dann, wie lang meine Spitze wird. Das ziehe ich von meiner Gesamtfußlänge ab, habe ja dann hier schon mein gestricktes, bis hierhin habe ich ja nun schon gestrickt und weiß dann, wie viele Zentimeter ich in Reihen noch stricken kann. Hört sich jetzt garantiert ziemlich kompliziert an, ist es aber nicht. Es lässt sich einfach berechnen, beziehungsweise wir stricken circa. Und das sind jetzt wieder nur die Angaben aus meiner Anleitung als circa-Angabe. Das heißt, ich stricke bei 54 Maschen jetzt bis circa 3 cm vor meiner Gesamtlänge, weil meine Spitze mit 13 Runden circa 3 cm wird. Hast du jetzt eine größere Maschenanzahl, also 60 Maschen, und du strickst hier noch nachher in die Spitze 15 Runden, dann sind das circa 3,5 cm. Dann strickst du bis 3,5 cm vor deiner Gesamtfußlänge bist. Und hast du 64 Maschen, habe ich eben schon erzählt, wird deine Spitze mal 21 Runden haben, dann strickst du bis circa 4,5 cm vor deine Gesamtlänge. Und die Gesamtlänge, wie ich eben schon sagte, von hier bis hier gemessen. So, ich hoffe und wünsche, dass ich das jetzt so gut rüberbringen konnte, hoffentlich, dass du damit deine Socke so weit stricken kannst vom Fuß, dass wir uns nachher im dritten Teil noch einmal zur Sternspitze wiedersehen. Bis dahin, viel Spaß beim Stricken!